Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Wine on Fire. Heute entführe ich euch mal in die Pfalz, nach Neustadt an die Weinstraße, um genau zu sein, zu dem Weingut Edgar Chlor. Und wer Bock drauf hat, bleibt einfach dran. Bis gleich. Und zwar haben wir von dem Weingut Edgar Chlor aus Neustadt an der Weinstraße diesen besonderen Cabernet Blanc. Ich bin sehr gespannt. Cabernet Blanc, man sagt, beziehungsweise das Weingut selbst sagt, es ist eine Piwi-Rebsorte, eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte mit gewissen Ecken und Kanten. Und ich bin mal gespannt, dass wie er im Gaumen ist, wie er sich anfühlt. Schauen wir mal, 2021er, 13% Alkohol. Ich bin gespannt. Probieren mal. Eine schöne Farbe. Angeblich Duft nach Maracuja. Oh, oh ja, auf jeden Fall. Kräuter, Maracuja. Probieren natürlich, zum Wohl. Sehr feiner, sehr schöner Wein. Cabernet Blanc, Weingut Edgar Chlor aus Neustadt an der Weinstraße. Oh, wirklich. Kräuter im Abgang. Oh, ein Bouquet an Frucht. Also Maracuja auf jeden Fall. Ich habe aber auch Apfel. Oh, sehr stark. Weingut Edgar Chlor, Neustadt an der Weinstraße. Sehr stark, sehr schöner Wein. Sehr gut. Passend zu diesem schönen Cabernet Blanc soll wohl die asiatische Küche sein. Das probieren wir heute. Deswegen gibt es ein schönes asiatisches Gericht. Es gibt ein Hähnchen-Curry, Thai-Curry im Wok. Wie das alles vonstatten geht, zeige ich euch gleich am Grill. Den Wok heizen wir jetzt nochmal ordentlich vor. Bis der seine Temperatur, da müssen wir gucken, ich denke 200 Grad, schätze ich mal, aber gut vorheizen. Dann kommt ein bisschen Öl rein, da warten wir ein bisschen. In der Zwischenzeit, ich habe noch schon ein bisschen vorgearbeitet, habe ich schon mal ein bisschen geschnippelt. Wir haben hier rote und grüne Paprika. Ich habe eine rote Chilischote, ein bisschen Frühlingszwiebeln, Bambussprossen, das kann jeder machen nach Wunsch. Ich mag die, deswegen habe ich hier rein gemacht, beziehungsweise will ich die reinmachen, eine Currypaste. Wir haben hier unser Hähnchenbrustfilet und es gibt unsere Kokosmilch, 400 Milliliter dazu. Die Angaben nachher, wie immer, unter dem Video in der Box. Ja, und wie das jetzt alles, was ich zuerst mache, wie das alles nacheinander zusammenkommt, seht ihr jetzt. Aroma. Viertelstunde später das Ergebnis. Oh, das ist ein Duft, ey, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ihr habt gesehen, dann die, oh, also diese Currypaste, das riecht komplett. Brenne alles aus. Das Hähnchen nachher noch mal am Schluss dazu, noch mal 10 Minuten. Reis separat gekocht. Wie Reis geht, denke ich, weiß jeder. Kurz angerichtet, sieht es dann so aus. Und dann machen wir einfach unser leckeres Thai-Hähnchen-Curry dazu. Boah, das duftet. So. Wahnsinn. Das duftet, ich sag's euch, das ist der Hammer. Das ist also unser Ergebnis.
unser Hähnchen-Thai-Curry. Sehr lecker. Dazu nochmal unseren Cabernet Blanc aus dem Weingut Edgar Chlor aus Neustadt an der Weinstraße. Der Duft des Currys und diesen Maracuja und diese Kräuter. Also das harmoniert. Wir probieren. Oh, das duftet. Schön bissfest, wie es sein soll. Ich habe jetzt auch wirklich nur noch ein bisschen Salz dran gemacht. Diese Currypaste, da ist schon genug Gewürzmischung, alles dabei. Überragend. Und jetzt hier unseren Cabernet Blanc aus dem Weingut Edgar Chlor, Neustadt an der Weinstraße. Weltklasse. Nochmal. Mit der Kokosmilch, mit diesen ganzen Gewürzen, mit den Kräutern, das harmoniert ohne Ende. Ich kann es euch nur ans Herz legen, macht das nach. Für ein Abo und Like freue ich mich natürlich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht das nach und vor allem denkt dran, das Leben ist so kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ciao.